Jungen wollen sich nicht einen Abend lang belehren und berieseln lassen, sondern ihren Spaß haben. Und damit sie überhaupt mal kommen und in ersten Kontakt treten, finde ich eine Party vollkommen richtig. Und wenn die nebenbei bei der Jugendorganisation einer Partei oder bei einem Bezirksausschuss oder einem Stadtratsmitglied auch Fragen stellen können oder Interesse entwickeln, dann ist es ja für einen Abend schon mal wahnsinnig viel. Also ich glaube, es ist ein kleiner Anfang, aber wir werden jetzt nicht plötzlich einen Politikboom haben. Wir sind doch eher für den Partyteil Musik und ein bisschen tanzen. Also Politik hat uns jetzt eigentlich weniger interessiert. Ich denke schon, dass es dazu beiträgt, dass die Jugendlichen die Hemmschwelle verlieren, irgendwie mal ans Rathaus heranzutreten, auch an den Herrn Oberbürgermeister heranzutreten, auch vielleicht diese Jungparteien kennenzulernen, die BAs kennenzulernen und das Ganze auch ein bisschen spaßiger zu machen, mit ein bisschen Tanzen, ein bisschen Alkohol. Was hat dich hier bewegt? Ist es Party oder Politik? Ganz klar Party. Mit Politik habe ich nicht so wirklich was am Hut, aber das kann ja vielleicht noch kommen. Also ich finde auch, dass man sich also ein bisschen auskennen sollte in der Politik, aber ich finde es auch nicht so schlimm, wenn wir jetzt in unserem Alter noch nicht so genau Bescheid wissen und uns nicht so dafür interessieren. Also die Idee ist gut, aber könnte auch ein bisschen mehr sein. Mir ist ja Lust, man kriegt ja Kondome und lauter Spende und alles umsonst.